Startnummer 01, die dann auch später wichtig ist fürs Televoting, die hat heute Stefan Aigner. Und egal ob allein auf der Bühne oder im Duett, wie vor 2 Wochen, Stefan hat für all das nur ein Wort übrig. Die letzte Show war ziemlich cool. Im Duett zu singen mit dem Lukas, das hat wirklich so toll harmoniert und ich habe das sehr, sehr genossen. Das Duell war etwas schwieriger. Ich habe mich mit dem Song nicht sehr wohl gefühlt. Ja, es kann sein, hat sich aber nicht bis zur Jury durchgesprochen. Stefan, du bist einfach unglaublich. Für mich musst du weiterkommen. Stefan! Das hat mich doch sehr überrascht. Und ich habe kurz geweint, kurz alles rauslassen müssen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Deswegen kam die Osterpause ja genau recht, um Gefühle und Gedanken neu zu ordnen. Die freien Tage habe ich ziemlich schön erlebt. Ich habe mich zurückgelehnt und war mit meiner Freundin sehr viel spazieren. Julia und ich waren auch im Böhmischen Prater und da habe ich ihr auch die erste Bühne, auf der ich jemals gestanden habe, gezeigt. Ich stand da das erste Mal oben mit, ich glaube, ich war 5. Und dann zu merken, wie gut das ankommt und einfach diese Magie zu spüren, auf der Bühne zu stehen und zu wissen, das möchte ich für den Rest meines Lebens machen, ist aus meiner Sicht das schönste Gefühl, das es geben kann. Ich bin wieder ausgeruht, ich bin motiviert und freue mich auf die kommenden Shows. Ja, da hat jemand nicht nur Kraft, sondern auch neues Selbstbewusstsein getankt. Gut so. Stefan Aigner singt Musik sein von Vincent Eis. Startnummer 01. Was für eine Nacht, bin mit einem Schädel aufgewacht. Gieß den Kaffee wie in Zeitlupe ins Glas. Denn wenn du magst, kannst du noch bleiben. Folgt dein unsicheres Schweigen. Du schließt die Tür, es ist still, ich schau dir nach. Und mit dir Trompeten, Geigen und Chöre, irgendwas gegen die Stille hier. Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel und ein leises Klavier. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Ey, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Wenn es am schönsten ist, wenn wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein. Ey, da müsste Musik sein. Und wenn es am schönsten ist, oh, spiel es wieder und wieder. Schönsten ist, spiel es wieder und wieder, wieder und wieder, wieder und wieder. Spiel es wieder und wieder, spiel es wieder und wieder. Oh, da müsste Musik sein. Am Weg ins Semifinale legt er los. Stefan Aigner live performt Musik sein von Vincent Weiß, unsere Startnummer 01. Stefan, du hast dir eine neue Frisur zugelegt. Ja. Sturmfrisur? Nein, Bieber-Frisur. Ah, Justin Bieber-Frisur. Ja. Ja, kommt gut. Sag mal, du hast ja als Karaoke-DJ schon viel Erfahrung, seit vielen, vielen Jahren zu Playbacks zu singen. Aber mit so einer Liveband, ist das was Neues für dich? Je nachdem. Ich habe bei den Sängerknaben mit einem Orchester gesungen, kann man aber auch nicht als Liveband bezeichnen. Also eine Liveband zu haben, ist dann doch ein Unterschied und ich genieße es aber. Also es ist, die Dynamik passt sehr gut. Man versteht sich mit den Bandmitgliedern ganz gut. Wenn man sich versteht, aber ihr versteht euch gut. Aber ist das ein schwieriges Erarbeiten? Dauert alles viel länger, weil man muss sich erst mal finden? Eigentlich nicht. Also wir proben das Ganze ja die ganze Woche schon und das funktioniert bestens. Also, ist gut gelaufen. Ja.
Wie gut gelaufen? Fragen wir mal bei der Jury nach. Lisa als Gastjurorin hat natürlich als allererste das Wort. Danke schön. Wer entscheidet, wer Erster ist? Ich meine, das ist super hart. Ich kann mir vorstellen, dass du super nervös warst, aber man hat es einfach nicht gemerkt. Du stehst da irgendwie wie so ein Fels in der Brandung und hast halt mega die Ausstrahlung. Warst dir voll sicher, der Song ist dir auch voll gelegen. Also mir hat das extrem gut gefallen. Deine Stimme ist wunderschön. Dankeschön. Und wer entscheidet es wirklich? Ich wollte gerade darauf antworten, Lisa. Das ist nämlich eine gute Frage, die sich sicherlich die Zuschauer und Zuschauerinnen auch schon gestellt haben zu Hause. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass ihr aufzeigt und sagt, ich will unbedingt als Erster oder Erste auftreten, sondern es ergibt sich einfach von der Dynamik der Musik irgendwie Reihenfolge. Und es ist jeder mal dran, oder? Kann man so sagen. Es geht reihum wie ein Wanderpokal, aber man ist dann, glaube ich, froh, wenn es vorbei ist, oder? Josh, bitte. Ja, wie ein Wanderpokal, den keiner haben will. Ne? Ja, die letzten Zeilen vom Song, wieder und wieder, wieder und wieder. Wieder und wieder war das gut. Find's auch super, weil du ja wirklich erzählt hast, dass du in den letzten Jahren sehr, sehr viel Karaoke eben gemacht hast, bei dir in der Bar und so. Und dass du dich super schnell auf die Band eingelassen hast. Also ich persönlich finde ja, wir dürfen nie wieder Starmania ohne Band machen. Also das ist einfach so viel geiler als vorher. Und ja, du hast das super angenommen und es ist ja jetzt auch schon manchmal vielleicht sogar schon ein bisschen ein Druck auf dir, weil jeder erwartet, dass du richtig singst und das hast du wieder getan. Super. Dankeschön. Zweimal schon Lorbeeren eingeheimst, Stefan. Schauen wir mal, ob sich das ein drittes Mal bei der Lilly auch daraus geht. Ja, Stefan, es ist wirklich unglaublich. Du bist so konstant. Ich glaube, du warst in jeder Show. Wir hatten nie was zu kritisieren. Das ist unglaublich. Du warst wieder richtig gut. Ich bin gespannt auf die nächste Nummer. Englisch mal wieder den Vergleich zu sehen, weil bei dir fand ich bis jetzt eigentlich beides immer richtig, richtig gut und bin gespannt. Also das mit der Kritik geht sich jetzt noch nicht aus. Vielleicht bei der zweiten Performance. Wir hoffen es nicht. Jetzt auf jeden Fall alles richtig gemacht, Stefan. Erstmal Dankeschön. Vielen Dank. Die Show ist somit eröffnet mit unserer Startnummer 01, Stefan Aigner.